Herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hier ist Jan Ückermann mit einem neuen Fundcast und ich freue mich sehr, einen Gast jetzt hier zu haben, der, na, sagen wir mal, von der anderen Seite kommt, zumindest aus Sicht von uns Fundraiserinnen und Fundraisern. Lieber Herr Professor Dr. H.C. Horst Weizmann, Sie haben hier jetzt auf einer Tagung gesprochen, wo Sie vor Fundraiserinnen und Fundraisern gesessen haben. Und Sie sind aber Philanthrop. Also Sie haben sich zum Beispiel engagiert beim Festspielhaus Baden-Baden und auch bei der Universität in Freiburg. Ja. Wie war das überhaupt jetzt mal für Sie, hier auf so einer Tagung zu sprechen? Ja, ich war der Einzige ohne Manuskript und ohne PowerPoint-Präsentation. Und ich wollte so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich beide Seiten kenne. Mhm. Als ich dass meine Frau und ich selbst, nachdem ich kein erfolgloser Unternehmer bin, etwas getan haben, ist eine Sache. Die Oper und Musik ist für mich geistiger Tapetenwechsel. Die Hochschulgeschichte ist Teil einer Strategie, wo ich sagen muss, ich habe meinen unternehmerischen Erfolg eigentlich aufgebaut auf toll ausgebildeten Menschen, denen ich teilweise zur Ausbildung verholfen habe. Das geht los mit Lehre im technisch-gewerblichen Bereich, ja. dann über die Berufsakademie, die Fachhochschule bis zur Universität. Und den chronischen Geldmangel, unsere Unterfinanzierung unserer Hochschulen kennen wir. Und deshalb habe ich gesagt, es müssen mehr Leute, nachdem in Nachkriegsdeutschland große Vermögen angesammelt wurden, vor allem aus dem privaten Bereich, bereit sein, nachdem Kinder und Enkel genügend geerbt haben, auch für diesen Teil zu spenden. Super. Ja, und zwar nicht nur bar, sondern einfach gezielte Projekte. Genau, Sie, und Sie bringen ja auch Ihre Zeit ein und Ihr Know-how. Das haben wir jetzt in einem sehr spannenden, gut vorgetragenen Vortrag gehört. Vielen Dank dafür. Sie haben, und auf diesen Aspekt möchte ich jetzt gerne eingehen, für die Kolleginnen und Kollegen auch einige Empfehlungen für Fundraiserinnen und Fundraiser. Ja. Könnten Sie die nochmal zusammenfassen? Was sind da so Kernelemente, was Sie erwarten, auch als privater Spender? Also zunächst mal, die Basis ist organisatorisch, dass man eine exakte, saubere und fehlerfreie Erfassung der Alumni hat. Semester pro Abschlussjahrgang pro Abschlussjahrgang. Dann, dass man eine saubere Struktur hat, wie man diesen ersten Kontakt herstellt und vor allem die Emotion weg. Ja. Das heißt, die müssen einmal wieder an den Ort ihrer alten Taten, sprich an die alte Universität oder Hochschule zurückkommen. Und erst dann, dort, wenn sie dort konfrontiert sind mit schlecht ausgerüsteten Hörsälen oder Labors oder ganz konkreten Dingen, die in einer Klinik oder in einem Institut anstehen, dann sind sie bereit, was zu tun. Und es ist nicht nur die Frage, nun Geld zu geben, bedingungslos, sondern die Frage ist, dass man seine Erfahrung, dass man sein Netzwerk damit einbringt, dass man auch eine Sachleistung, also Expertise. Ich denke beispielsweise dann, ich würde heute, was den Bau von Hochschulen angeht, Hochschulbau, es ist vor einigen Jahren von Berger mal eine Studie gemacht worden, alleine die Kliniken, neuen Universitätskliniken in Baden-Württemberg haben einen Investitionsstau im Baubereich von 2 bis 3 Milliarden. Ja? Und in den ganzen personalintensiven Dingen kann man im Grunde genommen optimal nur dann arbeiten, wenn man das auf neuesten Stand hat und die heutigen Prozesse abbilden kann. Auch mit Änderungen, die dann kommen. Und ich meine, ganz, ganz einfach sagen, wenn die öffentliche Hand irgendwas was baut, kostet es Dreifache, wie wenn ich als Unternehmer straff, exzellent geplant, viel Zeit auf Planung verwandt und dann so und nicht anders durchgeführt. Da höre ich auch wieder Ihr Engagement selber raus, aber was sind noch so ein paar Empfehlungen? Ich einfach mal als Stichwort auch Kuratorium hatten Sie auch genannt und da eine schöne Geschichte erzählt, wo jeder einzelne Kurator dann sich auch dann eben nicht nur Zeit, Investment und Know-how, sondern eben auch das Finanzielle. Nee, wer bei uns beispielsweise beim Universitätsjubiläum im Kuratorium mitmachen wollte, das ging vom Regierungspräsident bis runter zum Rundfunkreporter, musste jeder 5.000 Euro in Pott tun. Damit haben wir gesagt, wir finanzieren nicht nur eine jahrelange Party, sondern es muss was bleiben. Und das war das Seed Money für die neue Universitätsstiftung, die heute unter ihrem, zunächst mal oben,
Stay-Programme macht für junge Wissenschaftlerinnen, die wir verlieren zwischen der Promotion und der Habilitation. Ja, okay. Ganz kurz gesagt, in Freiburg 51% der Studierenden sind weiblich, erster Studienabschluss auch 51,49. Mhm. Bei der Promotion sind die Frauen nur noch mit 40% beteiligt, bei der Habilitation 20. Und als ich dahin kam, bevor ich Uniratsvorsitzender wurde, 7% in der Professorenschaft. Okay. Letzteres ist jetzt auf fast 30. Mhm. Ja. So, und da haben wir mal geschaut, warum verlieren wir tolle Nachwuchswissenschaftlerinnen zwischen Promotion und Habilitation. Sind verheiratet, dann gibt es ein Problem mit dem Beruf des Mannes, dann haben sie ein Kind. Mhm. So, dann haben wir gesagt, da ist es manchmal eine Aktion, die nicht alle Probleme löst, aber unendlich motiviert. Mhm. Wir haben sogenannte Stay-Stipendien vergeben, ja. Die über anderthalb Jahre bekommen, die einen ordentlichen Betrag sind, knapp 2000 Euro im Monat, bedingungslos. Mhm. Damit können Sie Kinderbetreuung und diese ganzen Geschichten in die Reihe bringen. Mhm. Ja? Das löst nicht alle Probleme, aber ist in dem Moment das zusätzliche Argument, was einen davor bewahrt, hinzuschmeißen. Ja, ja. Was sind noch Erwartungen, die Sie an ein professionelles Fundraising haben? Sie selber haben von professionellem Fundraising geredet, darum darf ich das jetzt nochmal diese Frage an Sie zurückspielen. Also wir haben jetzt schon die Basis, die Erfassung von den Alumni, die konkreten Projekte hatten Sie auch schon angesprochen. Ja, gut, Sie müssen im Grunde genommen aus dieser breiten Basis raus destillieren, die einzelnen Potenziale, und ganz zum Schluss ist dann wirklich das High Potential aus vielleicht mal einem siebenstelligen Betrag. Mhm. Mhm. Aber in jedem Pflegen, und Sie brauchen dann eine Anerkennungskultur. Okay. Ja? Also erwähnen in den verschiedenen Publikationsformen und so weiter und so fort, bis hin zum Ehrendoktor, nicht? Mhm. Oder Ehrensenator. Also. Ja. Und, oder man benennt Hörsäle, man benennt Institutsräume, sogar Gebäude. Mhm. Und ich kann nur sagen, die Erfahrung ist, 99% derjenigen, die geben, haben nichts dagegen, wenn diese gute Tat entsprechend dokumentiert wird. Das nicht. Dann steht anonymer Spender. Das nehmen wir mal als ein Schlusswort. Ja, ja. Vielen herzlichen Dank, Professor Metzmann, und alles Gute für Ihr Engagement.